Bei der Spargel-Saisoneröffnung ist ja richtig. Und ich habe vor mir jetzt die Spargelkönigin. Genau. Jetzt hätte ich ein paar Fragen. Wo kommen Sie denn her? Ich komme aus Nürnberg, aus dem Knoblauchsland. Ja, und wie wird man eine Spargelkönigin? Man wird aus einer der vier Spargelprinzessinnen, die es in ganz Franken gibt, zur fränkischen Spargelkönigin vom Spargelerzeugerverband Franken gewählt. Ja, wo muss man sich denn noch bewerben? Also ich bin bei uns gefragt worden, ob ich das machen würde, ob ich da Interesse habe. Dann wurde ich die Knoblauchsländer Spargelprinzessin und wurde dann in der Beiratssitzung gewählt aus den vier Prinzessinnen. Was hat man denn da für Aufgaben so als Spargelprinzessin? Man präsentiert in ganz Franken, Bayern und Deutschland den fränkischen Spargel. Ja. Man ist präsent auf der Spargel-Saisoneröffnung. Man hat verschiedene Spargelmärkte zu eröffnen. Dann kommen auch Benefizveranstaltungen dazu, wie zum Beispiel in Würzburg der Spargeldalle, den unterstützen wir. Können Sie denn mal ehrlich gesagt so nach der Spargelsaison Spargel noch sehen? Naja, wenn die Spargelsaison rum ist, dann gibt es ja keinen Spargel mehr. Also ich hatte letztes Jahr binnen 8 Wochen ca. 50 Auftritte. Und das Schöne am Spargel ist ja, der ist so vielseitig, dass man nicht einmal dasselbe Gericht gekriegt hat. Und es gibt halt neue Kreationen, wie das Außergewöhnlichste war dann doch kalter Spargel mit heißer Schokoladensauce, aber halt auch im klassischen Sinne mit Nürnberger Bratwurst oder Schnitzel. Wie liegt denn der Preis heuer so? Wissen Sie das? Das kann man jetzt noch gar nicht sagen, weil die Saison erst losgeht. Also dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Wie war denn Ihr Name? Birgit Kretschmann, fränkische Spargelkönigin. Also gut, viel Erfolg. Vielen Dank. Herr Weilhofer, ich bin hier in Gernach beim Spargelhof, gell? Ja, wollte mal fragen, wie ist denn die Saison das Jahr mit dem Spargel? Wächst er denn schon gut? Er steht gut in den Stadtlöchern. Wir hoffen, es wird besser wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir eine sehr stark verregnete Saison. Da war die Ernte sehr verhalten. Das heißt, was man nicht sticht, kann man nicht verkaufen. War für die Erzeuger nicht so toll. Aber dieses Jahr hoffen wir mit einem besseren Wetter, konstanten Wetter, konstante Preise und einen guten Geschmack für die Verbraucher, dass sie immer Appetit auf Spargel haben. Preise haben Sie gesagt. Wie liegen die Preise heuer? Also wir haben die Preise seit Jahren gleich. Wir haben keine Preiserhöhungen, wobei in der großen Menge der leichte Preisanstieg da ist. Man muss überlegen, was der Diesel, was die Arbeitskräfte, was das alles teurer geworden ist. Ich habe letztens eine Zeitungsannonce wollen schadern für den Spargel, sagt man mir, dieselbe Annonce wie letztes Jahr, kostet dieses Jahr 50 Euro mehr. Ich bekomme für meine Produkte nicht viel mehr. Ja. Wie ist das eigentlich? Kriegt man bei Ihnen an Spargel so geschält? Ich habe schon gehört, man kriegt ja geschält, so fertig. Wir haben seit 2003, waren wir einen hier in der Gegend der ersten Betriebe, die hier eine Spargelschälmaschine in Betrieb genommen haben. Wir sind damals noch von Kollegen belächelt worden. So ein Ding braucht man nicht. Es kostet so viel wie ein schöner kleiner Mercedes. Also die anderen haben wir schon das Cabrio. Meine Frau hat damals zur Mutter da auch eine Spargelschälmaschine bekommen. Das muss ein paar Jahre anhalten, das Geschenk. Ist es zweckmäßig, eigentlich so als Hausfrau den Spargel schon schälen zu lassen oder nimmt man eigentlich besser mit Haut mit? Es wird immer mehr geschälter Spargel verkauft, weil die Leute oft zu zweit auf die Arbeit gehen, weil sie sich die Zeit nicht machen oder auch das Handwerk nicht so fein verstehen. Und dadurch wird immer mehr Spargel an die Gastronomie und auch an Privatleuten geschält verkauft. Mittlerweile haben wir sehr viele Kollegen im Spargel schon einen Schälservice bieten sagen und es wird allgemein sehr gut angenommen. Wie lange geht die Saison ungefähr? Sagen wir meistens bis 15 bis 20. Juni. Vorher waren wir der 24. Juni, nur durch die Ernteverfügung mit der Folie. Jeder will schon Anfang oder Mitte April einen Spargel haben und trotzdem bis Ende. Nur die Pflanze braucht irgendwann ihre Pause und da muss man ihr die Pause auch gönnen. Viele jammern ja mit den Arbeitskräften, es will ja keiner in den Spargel stecken. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Also wir haben seit Jahren ein festes Team aus Polen, es ist eine gute Zusammenarbeit hier, die Leute kommen gerne und kommen immer wieder, muss ich sagen. Also ich habe da wenig Probleme, ich weiß nicht, manche andere müssten vielleicht die Arbeit ein wenig anders behandeln, dann wären sie auch immer wieder da. Was das Problem halt ist, es wird immer schwieriger, die Lohnkosten steigen und das Produkt wird nicht teurer. Also gut, dann wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg und dass der Spargel so richtig sprießt die nächsten paar Wochen. Jawohl, vielen Dank. Vielleicht können Sie es mal einrichten an unserem Hoffest, das ist immer Muttertag. Das ist ein richtiger Erfolg. Wenn Sie da mal kommen, da haben wir einen Koch engagiert und da gibt es richtig gute Spargel. Also da wird mal gezeigt, wie man Spargel auch herrichten kann. Genau.
Genau. Na, also gut, vielen Dank. Jawohl. Wir haben heute die Ehre, die unterfränkische Speisesaisoneröffnung in unserem Hof durchzuführen und Sie hier herzlich zu begrüßen. Ich habe die Aufgabe, diesen Gemischwarenladen zu organisieren, was also nicht immer ganz einfach ist. Ich hoffe jetzt auf eine ungewöhnlich gute Spargelernte, denn die Frühlingszeit ist Spargelzeit, die sechste Jahreszeit, wenn Sie so wollen. Seit einigen Tagen wird bei uns das königliche Gemüse schon geerntet. Die Sonne und die Wärme, heute lässt es uns noch ein bisschen im Stich, haben in den letzten Tagen dafür gesorgt. Dass wir heute die Spargelsaison in Unterfranken im Landkreis Schweinfurt hier auf dem Hof Weilhöfer eröffnen können. Ich freue mich da natürlich nicht allein, sondern ich freue mich mit dem gesamten Landkreis, mit allen anwesenden Bürgermeistern und Innen und Kreisräten und Innen. Habe ich das korrekt gesagt? Ist eben eine Gleichstellungsbeauftragte da? Ja, und vor allen Dingen freue ich mich auch, dass hier eine völlig Fremde mit dabei ist, nämlich die Frau Bezirksrätin Bender. Meine Damen, meine Herren, ich habe es im letzten Jahr ja gesagt, als wir für den Landkreis die Spargelsaison eröffnet haben, es gibt keinen sinnvolleren Ort als im Landkreis Schweinfurt eine solche Eröffnung vorzunehmen. Ich habe damals erstmals darauf hingewiesen, dass wir das Kennzeichen SW tragen. Viele meinen, das heißt nur Schweinfurt, das ist natürlich nicht richtig. Das ist Spargel und Wein. Ein bisschen wärmer könnte es sein. Ich hoffe, dass das, und so ist es vorhergesagt, bald der Fall sein wird. Einer, der auch heute gerne dabei gewesen wäre, wäre der Oberbürgermeister Sebastian Remelet. Er kann aber nicht dabei sein, hat aber versprochen, das nächste Jahr wieder dann erstmals anwesend zu sein. Und das gibt mir auch Anlass zu sagen, dass wir in der Vermarktung natürlich auch zusammenarbeiten, nämlich in unserer Einrichtung Stadt und Landkreis Schweinfurt gemeinsam, Schweinfurt 360 Grad, rund um Schweinfurt Stadt und Land. Und der Herr Schnabel, der braun gebrannt ist, das sieht man, es gibt auch Sonnenschein hier im Landkreis, nur da, wo sein Stellvertreter, der Herr Boningel, ist, scheint mir ein bisschen bedeckter Himmel zu sein. Nur ja, der eine wohnt im Norden, der andere im Westen. Ist nur komisch, dass der Nordbürger der Herr Schnabel bräuner ist als der im Westen. Ich kann mir das erlauben, denn ich bin der Vertreter des ältesten Berufsstandes, den es gibt. Das zeigen wir auch. Da haben wir auch unser Recht dazu. Wir sind Bauern. Und Bauern stehen für Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit und für Innovation. Und dass wir heute auf einem Betrieb sind, der die Stürme der Zeit überlebt hat, das hat mit dieser Innovation zu tun. Und lieber Alban Weinhöfer, ich danke dir recht herzlich, dass du das Tor deines Betriebes aufgemacht hast und uns hereingebeten hast und es ermöglicht hast, dass wir in Unterfranken diese Speicheleröffnung haben, hier im Landkreis Schweinfurt, wo ich zu Hause bin und wo ich weiß, dass der Alban Weinhöfer seine innovativen Ideen auch in der Kreisvorstandschaft des Bayerischen Bauernverbandes mit einbringt. Auch dafür sage ich Danke. Ich freue mich, heute Sie heute hier in Gerna im Landkreis Schweinfurt zur unterfränkischen Spargelsaisoneröffnung begrüßen zu dürfen. Für die Spargelsaison 2011 alles Gute. Liebe Spargelfreundinnen und Freunde, ein Schirmherr hat verschiedene Funktionen. Eine davon ist, dass er einen Schirm aufspannen muss, wenn es regnet. Ich habe heute früh schon etwas gezittert,
habe gedacht, verdammt, jetzt haben wir so schönes Wetter gehabt und jetzt wird schlecht. Aber es macht sich. Wir haben schon eine sehr schöne Zeit Anfang dieses Monats gehabt. Der Spargel ist auch schon vieler Orten herausgesprießt. Und so kann diese Spargelsaison jetzt auch wirklich eröffnet werden. Früher hat man gesagt, bis Johanni nicht vergessen, 7 Wochen Spargel essen. Das heißt, der Spargel hat nichts an seiner Qualität eingebüßt. Er wird auch in diesem Jahr in hervorragender Qualität zur Verfügung stehen. Ich wünsche denjenigen, die mit dem Spargel und vom Spargel auch ein Stück weit leben, reiche Ernten, einen guten Ertrag, auch einen guten Verdienst. Das gehört dazu. Ein gutes Produkt muss auch einen guten Preis haben. Und ich wünsche uns allen wunderbare, genussreiche Stunden bei Spargel und Wein und unserem ganzen schönen Regierungsbezirk Gottes Segen. Vielen Dank. Also der Spargel. Jahrelang Maulwurf gewesen. In meinem Garten. Herr Höfner, langsam. Oder können wir noch hier rüberstellen? Ich bin nicht aus.